Moin ihr Lieben, wieder live aus dem Keller. Das heutige Thema: Rohre präzise biegen. Wer jetzt gedacht hat, hier kommt bei mir Rohre verlegen, der soll die Hose wieder anziehen. Wir sind ja schließlich nicht bei Egon Kowalski, sondern beim Kompressorschrauber im Keller. Was die meisten Leute nicht wissen ist, ich habe relativ lange auch Rohrleitungsbau gemacht und habe dadurch auch viele Rohrleitungen biegen müssen, Sprünge machen, Überbögen und so weiter und so fort. Und da habe ich mir über die Jahre so ein, zwei Sachen angeeignet, ein, zwei Tricks, wie man sich das Leben einfacher machen kann. Kann natürlich sein, dass jetzt wieder irgendein Sanitärinnungsmeister sagt, hier Alter, hier gibt es noch 27.000 verschiedene Tricks zum Rohre biegen. Kann gut sein. Das sind die Sachen, die ich so über die Jahre gelernt habe und was mir das Leben wesentlich leichter gemacht hat. Und die wollte ich euch mal eben zeigen. Fangen wir mal an mit dem Rohrbiegegerät. Ich drehe mal die Kameraperspektive um, damit ich euch das ganze Ding zeigen kann. Hier haben wir das gute Stück. Ein 28 Euro Rohrbieger von Amazon. Das ist ein manueller Rohrbieger, den man einfach so freihand benutzen kann. Für 12 mm Rohr. Den benutze ich für meine Hydraulikpumpen. Mit dem tue ich Hydraulikrohr. Das ist 12 x 1,5, also 12 mm Rohr mit einer 1,5 mm Wandung. Funktioniert mit dem Teil erstaunlich und überraschend gut, was ich selber tatsächlich nicht gedacht hätte. Es gibt diese Teile auch zum Einspannen in den Schraubstock und dafür, was das kostet. Ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du jetzt ein Sanitärer bist, ein Installateur oder sonst irgendwas, die haben meistens elektrische Rohrbiegemaschinen. Das habe ich früher auch benutzt. Das ist eine absolute Sahnegeschichte. Aber für jemanden, der ab und an eine Leitung biegt, ist das natürlich nichts. Es gibt im Großen und Ganzen eigentlich zwei Systeme. Das ist das gängigere System auch bei den Installateuren, wo das Rohr hier, wenn man es einführt, durch diesen Hebel um diese Biegematrize rumgeführt wird. Und das Rohr wird eben gezogen um das Teil rum, damit es an der Innenseite keine Falten kriegt oder außen reißt. Früher hat man teilweise Rohre auch mit Sand befüllt, damit die nicht abknicken. Das geht bei sehr dünnwandigen Edelstahlrohren, so à la Siphon oder so, wird es teilweise auch noch so gemacht. Aber tatsächlich durch die neuen Biegematrizen und die neuen Techniken muss man das nicht machen. Wenn wir jetzt hergehen, ich sag mal, ich spanne das jetzt einfach ein und drehe das mal zu mir, dass ihr das schöner seht. Ich habe das jetzt eingespannt. Das Rohr auf dieser Seite der Matrize wird immer gleich bleiben. Hier wird es dann um den Biegeradius rumgezogen. Der Radius bei einem 12 mm Rohr ist etwa 40 mm. Je dicker das Rohr, desto größer der Radius. Das ist einfach physisch so, damit das Rohr eben ganz und rund bleibt. So, und dann wird eben mit diesem Teil das Rohr um das Teil hier drum rumgezogen. Nicht abgeknickt oder sowas, sondern gezogen. Deswegen kann man hier auch nicht so gut messen, wie viel Material man hat, weil man müsste das dann hier drum rumführen. So, jetzt biege ich das einfach mal um 90 Grad. So, zack. Jetzt haben wir ein 90 Grad Rohr. Können wir das mal rausziehen. Wunderschöne Biegung. Man sieht, innen drin glatt, außen glatt. Es ist nicht irgendwie großartig gestaucht oder sowas. Funktioniert wirklich richtig gut. So, was machen wir jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir möchten das Rohr haben, das muss U-förmig sein und meinetwegen... von Anschluss zu Anschluss müssen es etwa 15 cm sein. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Nummer oder auch 12 oder so, ist auch egal. Da zeige ich euch gerade was und da kann man jetzt wie auch diesen Handbiegeapparat kann man jetzt auch nehmen und den Schraubstock einspannen. Geht tatsächlich auch von Modell zu Modell ein bisschen anders. Den schnappe ich dann hier unten dran. Das sollte eigentlich gehen. Den spanne ich mal ein und dann zeige ich euch mal, wie man dieses Rohr präzise biegen kann. So, am Schraubstock angekommen. Ich habe den Rohrbieger hier jetzt mal einfach eingespannt. Und wir machen den komplett auf. Dann haben wir das Rohr, was wir vorgebogen haben und gesagt haben, wir machen jetzt mal einen Abstand von 12 bis 15 cm rein. Stecken wir das Rohr eben hier so rein, geben dem ein bisschen Vorspannung, können das Ding halten. Jetzt kann man, wenn man von dieser Seite über die Matrize schaut, kann man mit dem Auge von hier nach hier peilen, dass das etwa in einer Flucht ist. Dann hast du das Rohr eigentlich schon zu 99% gerade, damit es nachher nicht in sich verdreht ist. Solche Rohre kann man tatsächlich dann aber auch, wenn sie leicht in sich verdreht sein sollten, ein bisschen richten, indem man die einspannt und ein bisschen dran zieht. Das geht problemlos. Und jetzt kommt der Trick an der ganzen Geschichte. Man nimmt sich einen Zollstock, Lineal oder sonst irgendwas und setzt hier an. Dieser Rohrbieger ist tatsächlich ein bisschen ungeschickt, weil das hier oben ist. Normal sind die hier gerade oder das ist unten dran. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt spannen wir das Rohr hier ein und gucken von oben. Das ist immer Mitte Rohr. Wir messen immer Mitte Rohr zu Mitte Rohr. Das Mitte Rohr und dann sagen wir, okay, wir wollen hier 12 cm haben, gucken von hier oben drauf und sehen, okay, wir sind jetzt hier bei den 12 cm. Das kann man hier auch ein bisschen hochdrehen. So, das sollte etwa hinkommen. Da kommen wir eigentlich relativ genau raus. So,
Dann habe ich das jetzt wieder vermittelt, dass es waagerecht ist. Und dann nehme ich mir einfach den Rohrbieger und ziehe das Rohr jetzt wieder einfach rum. Zack. Bis zu den 90 Grad. Je nach Material und Beschaffenheit des Rohrs kann sein, dass man das einen Grad oder zwei überbiegen muss, damit das nachher wirklich im 90 Grad Winkel stehen bleibt. Aber das sieht man dann immer. Mit der Zeit kriegt man das auch ein bisschen ins Auge. So. Und dann haben wir hier diesen wunderschönen Bogen. Ich kann mal gucken, ob wir den Kollegen hier aufkriegen. So, wenn ich jetzt mein Lineal hier drauf lege, dann sind wir genau bei 12 mm. Auf den Millimeter genau. Und das ist der grundlegende Trick bei den ganzen Geschichten. Man muss sich immer merken, das Rohr auf dieser Seite bleibt gerade und hier wird es drumherum gezogen. Dann können wir das Ding 90 Grad bögen, dann können wir Überbögen machen oder. Wenn jetzt das Rohr weitergehen würde und ich würde sagen, okay, ich will hier jetzt nochmal einen Bogen so rum haben, dann spannt man es eben so ein oder beziehungsweise so rum ein und kann es dann eben hier so rumziehen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich würde sagen, wenn wir schon dabei sind, dann zeige ich euch auch, wie man einen schönen Überbogen macht. Dann nehme ich jetzt erstmal die Matrize hier raus. Setzen wir das mal ganz vorne an. Ein Überbogen bedeutet, wir fahren hier hoch, machen einen Sprung über eine andere Leitung und fahren wieder runter und dann geht es weiter. So, ganz einfache Geschichte. Machen wir den wieder gerade richten. So, schnibbeli schnupp. So, wir machen jetzt erstmal einen 45-Grad-Bogen. So, zack, sind wir da. Dann so knapp wie möglich, da wo die Biegung aufhört, da wo man sieht, das Rohr wird rund, drehen wir das Ding einfach rum, peilen dann wieder mit dem Auge drüber, dass das Ding gerade ist und biegen dann bis 90 Grad. So. So, jetzt sind wir bei den 90 Grad, machen wir da auf, dann geht der Kollege jetzt weiter durch, so, wieder bis das Rohr etwa anfängt und jetzt kommt noch so ein anderer Trick. Und zwar, wenn man das Ding dann eingespannt hat, guckt man, ich verstelle mal ein bisschen die Kamera, dass man das ein bisschen besser sieht, was ich meine, so, guckt man in diese Richtung über das Rohr, wenn man es gerichtet hat, so, in diese Richtung über das Rohr, das muss hier fluchten mit dieser Kante. Das bedeutet dann, dass das Rohr und das Rohr in einer Flucht sind, dass die dann eben wieder gerade sind am Schluss. Der Überbogen kommt raus, aber die sind dann wieder in einer Flucht gerade. Dann guckt man einfach drüber, sagt, jo, das geht, oder nee, das geht noch nicht. So, man kann sich auch tatsächlich ein Lineal drauflegen, oder einen Zollstock oder sonst irgendwas. So, dann sehen wir mal dazu, dass das Ding waagerecht liegt. So waagerecht wie möglich. Vorspannung drauf. Wieder 45 Grad. Und siehe da, wie von Zauberhand haben wir einen wunderschönen Überbogen, der auch wirklich gerade in einer Flucht ist. Wenn man das dann an der Wand festschraubt und an der Wand eben schon eine Leitung ist, das ist jetzt einfach mal eine Leitung, sagen wir mal, der Rohrbieger, dann kann das hier drüber gehen, ohne die andere Leitung zu berühren. Und so wird es bei den Installateuren normalerweise gemacht, wenn sich Leitungen kreuzen, da werden solche Überbögen gebogen und das sieht ja auch wirklich ganz vernünftig aus. Es gibt, ich habe es auch schon gesehen, dass Leute einfach so einen 90-Grad-Bogen oder so einen Bauch reinmachen, finde ich persönlich furchtbar. A, ist es ein Bogen mehr. Und B, man muss das Medium, das da durch das Rohr durchgeht, man muss das ja nicht um irgendwelche 90 Grad Bögen rumzwingen. Einfach von der Flussgeschwindigkeit her ist es auch wesentlich schöner. So, ihr Lieben, jetzt habe ich euch mal ein, zwei Sachen gezeigt, die mir über die Jahre geholfen haben. Man kann auch nachher wirklich alles mit dem Lineal und mit dem Zollstock messen und vorher noch markieren und. Wenn man aber ein bisschen Augenmaß hat und ein bisschen übt, weil am Ende des Tages ist es wie mit allen Arbeiten, ist das Übungssache. Dann kriegt ihr auch wirklich solche geraden Überbögen hin, die wirklich perfekt gerade sind, weil man sollte nicht unterschätzen, wie präzise das menschliche Auge ist. Wenn ihr einfach an so einer Rohrleitung entlang guckt und seht, die ganze Geschichte ist gerade, dann ist das wirklich eine feine Sache. Und wenn man hier sagt, okay, man hat hier einen kleinen Unterschied drin, spannt man das Ding in den Schraubstock
und kann es einfach so in sich ein bisschen verdrehen, um das letzte kleine bisschen an Rohr noch zu richten. Aber ihr seht, das ist alles kein Hexenwerk. Das sieht nachher auch alles wirklich gut aus. Wenn man das so irgendwo hinschrauben würde an die Wand, das würde vernünftig aussehen. Und genauso macht man das. Natürlich, wenn du jetzt ein professioneller Installateur bist, dann kaufst du dir auch eine professionelle Biegemaschine. Das ist für mich tatsächlich vollkommen ausreichend, weil so viel mache ich nicht. Wie gesagt, das Ding kostet keine 30 Euro. Ich bin selber überrascht, dass man für knapp 30 Euro so ein massives Ding kriegt. Den Chinesen sei Dank. Ich werde euch mal das Robby-Gerät unten verlinken. Und ich hoffe, ich konnte euch ein, zwei Tricks zeigen. Es gibt auch Leute, die machen das mit einem Winkel. Die tun den Winkel dann einfach noch auf den Rohrbieger draufhalten, auf das Rohr. Zeige ich euch mal her. Wenn das dann eben so drin ist, das Rohr, dass man eben gucken kann, wo man ist. Wie gesagt, das ist am Ende des Tages Geschmackssache, Übungssache. Wenn man damit anfängt, macht es vielleicht auch Sinn mit dem Winkel. Ich mache es halt mit Augenmaß, weil ich es mir über die Jahre so angewöhnt habe. Aber das ist, wie gesagt, Trainingssache. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht nicht mehr zu wild. Bis die Tage.